Hey Liv, ich habe gehört, wir bekommen eine neue Reitschülerin. Und sie soll angeblich schon in der Gruppe sein. Was? Wann kommt sie denn? Sie wird in dieser Stunde schon da sein, habe ich gehört. Oh mein Gott, ich hoffe, sie ist nicht so komisch wie die anderen hier. Wirklich? Schau, da ist sie. Oh mein Gott, ich hatte was Besseres erwartet. Hallo, sind Sie Frau Brügge? Ja, das bin ich. Bist du Jule? Ja, ich bin Jule und ich bin Jules Mutter. Okay, dein Pferd ist schon gesattelt, darum hat sich meine Tochter Lisa schon gekümmert. Hi Caro, kann ich schon kommen, weil wir waren so früh fertig. Ja klar, da könnt ihr halt etwas länger Schritt gehen. Passt. Tor frei. Ist frei. Kick. Also, Jule, bei uns sagt man immer Tor frei und dann antwortet der andere, ist frei, dann kannst du in die Halle rein. Ich bin auch immer im alten Stall gesagt. Ja, also, steig erst in die Halle. So lustig. Ja, ich sitze auf dem Pferd. Oh mein Gott, wie komisch von dir sich. Dann wird sie in die Gruppe geschickt. Ihre Kleidung ist vom Wisch bestellt. Wisch hat bessere Qualität. Jetzt schauen bitte alle mal ihre Pferde an. Wie sitzt diese Jule eigentlich im Sattel? Wie komisch sieht das denn aus? So, die Füße sind so kurz wie die Steigbügel. So und sie ist zu schüchtern, um zu fragen, ob sie irgendjemand für sie einstellen kann. Wirklich, echt peinlich. Und ihr Style erst. Wer kombiniert so etwas? Ich so. Hat sie jetzt so eine Heckenzeltladen? Wirklich, ja. Hanna, warum sitzt du neben mir? Hier stinkt's gewaltig nach Western, Idiot. Lisa, die Bank ist nicht für dich reserviert. Du Springschnösel. Aber hier sitzen nur Reitlehrer und nicht irgendwelche Idioten, die ihre Freundin den Job klauen wollen. Lisa, du bist erst 16. Und ich suche Freizeit. Dann geh doch zu deinen Eltern dort arbeiten. Warum musst du hier in den Stall kommen? Meine Mutter ist Reitlehrerin und deshalb mach ich das. Ja, du hast selbst gesagt, deine Mutter ist Reitlehrerin. Warum machst du es dann? Hi, ich bin Jule und wer seid ihr? Wir sind Emily und Livs. Bella meinte ich. Ich hab jetzt nur wegen irgendetwas vergessen, wie ich heiße, ganz genau. Ja, nicht wegen der Hässlichkeit. Okay. Und was machst du hier? Hier stehen nur die Coolen oder die meinen Freunde. Naja, ich wollte nur wissen, ob ihr mich zufällig stalkt, weil ihr habt mich die ganze Zeit während der Reitschule beobachtet und habt miteinander gekuschelt. Beobachtet dich denn? Ich meinte nein, sowas müssen wir nie tun. Wir haben uns nur Stroh angeschaut, um zu testen, ob unsere Pferde auch guter Qualität sind. Ja, genau. Das habe ich doch. Ja, wir würden niemals über andere lästern. Wer sind wir denn bitte? Das ist ja urgemein. Mobbing und sowas machen wir nicht. Und wer hat dir erlaubt, mit uns zu sprechen? Ist so. Da muss man erstmal eine Genehmigung haben oder Coolness. Okay. Sie hält sich für etwas Besonderes und denkt, alle würden sie anschauen. Ist so. Und danach fühlt sie sich urcool, weil sie das neue Pferd geritten ist. Das ist so gemein. Ja. Du hast Alina sogar gefragt. Oder soll ich sagen, Frau Brüggemann? Ist so. Verzieh dich, du Hund. Wer hat diesen Hund hierher gebracht? Das stinkt nach Hundekacke. Ja. Wir bekommen ein neues Pferd und eine neue Reitschülerin und werden sofort das neue Pferd testen. Natürlich die neue Reitschülerin. Was ist das denn für Asozialigkeit? Hallo, ich bin Lea. Wer bist du denn? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh, hi Lea. Ich bin Jule. Ich bin neu hier, deshalb hast du mich wohl noch nie gesehen. Jetzt. Eine Frage. Sind diese Livs und diese Bella immer so gemein oder nur zu mir? Jetzt. Nee, die sind immer so, die lästern über alle, beschweren sich über alles. Also, du musst dich gar nicht wundern, das haben sie auch bei mir gemacht, als ich neu war. Aber, ja, nehmen sie nicht zu ernst, nicht alle hier sind so. Oh, gut zu wissen, danke. Bitte. Eine Frage, wer ist denn das neue Pferd hier, über das alle reden? Ist es dir nicht aufgefallen? Das ist Sunny, auf der du geritten bist. Sie ist erst vor einer Woche angekommen. Diese Woche sollte sie sich erstmal im Stall ausruhen und alles kennenlernen. Und heute war der erste Tag, wo sie mit geritten werden darf. Oh cool, das wusste ich gar nicht. Du warst die Erste. Wer ist dieses Mädchen, was gerade Sunny auf den Reitplatz bringt? Ach, das ist Hannah. Wollen wir ihn zuschauen gehen? Ja, meinetwegen. Okay, Hala, du kannst mit ihr eine Hufschlagfigur gehen. Im Schnitt, ich will schauen, wie sie sich schlägt. Klar, Frau Brüggemann. Hey, Mama,
ich hatte so eine Frage, warum darf Hannah eigentlich mit Sunny so Schritt gehen? Nicht, dass ich eifersüchtig wäre, aber ich wollte das nur wissen, weil ich hätte es auch machen können. Naja, Liebe, sie hat halt nichts zu tun und da war sie ist halt neben mir gestanden, da habe ich sie gebeten, sie mal zu holen. Ihr könnt die einfache Schlangenlinie mal reiten. Ich meinte gehen. Lea, was machen die da? Was ist denn los? Keine Ahnung. Ich würde ja keinen fragen, aber es ist mir peinlich. Ich kann fragen, wie heißt das Mädchen? Sie heißt Hannah. Okay, dann frage ich. Entschuldigung, Hannah, dürfte ich wissen, was ihr da macht? Das kannst du Frau Brücke mal fragen. Naja, ich habe Hannah gesagt, sie soll Sally Schritt führen, weil vorher während der Reitstunde ist sie etwas, also ihr Bein ist etwas, also sie ist etwas gerumpelt. Ach so, okay. Sie denken, sie geht alles an. Ich wette, dass Jule irgendwas mit Sunny gemacht hat. Bestimmt, sie war doch die Erste, die sie geritten ist. Ja. Das äußere Hinterbein, ja, da humpelt sie. Siehst du das, Lisa? Ja, ein bisschen. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber ein bisschen erkenne ich den Unterschied. Aber sie zeigt nichts an, dass es ihr wehtut oder so. Diese Jule, schau, wie hässlich ihre Reitstiefel sind. Die sind schon fast kaputt. Diese Stiefel, ich habe 20 davon, halt nur in besserer Qualität. Wetten wir, sie hat diese Sachen aus der Mülltonne gefischt? Ich rufe am besten den Tierarzt. Dieses Bein, ja genau, dieses war es. Ihr Bein ist etwas geprellt, also überm Sprunggelenk, also unterm Sprunggelenk, da ist ihr Bein etwas geprellt. Dafür können Sie diese Salbe benutzen, damit es wieder besser wird. Ich komme dann nächste Woche mal wieder und werde mir ihr Bein anschauen, ob es jetzt besser geworden ist. Sie darf aber nicht geritten werden. Oh wow, Frau Brüggemann hat ein krankes Pferd gekauft, bevor ich sie nicht reiten musste. Ja, wirklich. Oh nein, das arme Pferd. Ja, du hast recht. Jetzt tut sie doch so, als würde sie ihr leid tun. Stimmt, was ich sehe. Ja. Ja. Denke ich da mal in deine Box. Komm, lass uns sie streicheln. Gute Idee. Glaubst du, wir dürfen in ihr Box? Ich weiß es nicht. Lass uns einfach reingehen. Ich weiß ja nicht, ob wir das dürfen. Ich will keinen Ärger. Hä, wir streicheln sie ja nur. Können sie einfach von hier streicheln. Und vielleicht bekommt sie ja Angst, wenn so viele Leute in ihrer Box stehen. Wir sind zwar alle zwei, aber okay. Bist du unter rein? Nicht reingehen. Ich soll reingehen. Okay, mach, was dir am Herzen liegt. Ja, hallo Süße. Jetzt tut sie auf Pferdeflüsterer. Du hast recht. Oh mein Gott, Jule, die Pferdeflüsterin. Sie will immer im Mittelpunkt stehen. Ja. Kommst du, Lea? Ja. Nein, doch nicht. Ich will keinen Ärger. Okay, ich weiß zwar nicht, warum man dafür Ärger kriegen sollte, aber tu, was du willst. Ja, weil man zufällig in eine Box reingeht, wo man jetzt eigentlich nicht reingehen dürfte, das Pferd Ruhe braucht. Ach, wenn man sie streichelt, ist es doch bestimmt voll angenehm, auch für sie. Ich weiß es nicht so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Café. Ich möchte nicht daran beteiligt sein. Okay, dann tschüss. Tschüss. Hey Tom, ich hätte gerne einen Muffin und ein paar Karotten für mein Pony. Kommt sofort. Sei ehrlich, findest du es schlimm, dass ich dich streichle? Wenn es dir besser geht, werde ich dich unbedingt wieder reiten. Will ich dich. Du bist mein Lieblingspferd, obwohl ich erst seit einem Tag hier bin. Sie redet jetzt so laut und ja, du sagst es, du bist erst seit einem Tag da. Ist so, sie hat nicht mal die anderen Pferde probiert, aber nein, weil sie ist die erste Mal, die auf Sunny geritten ist, gibt sie damit an und tut so, als wäre es jetzt ihr eigenes Pferd. Oh. Voll, ne? Sie ist wirklich das Letzte. Oh, ich muss jetzt los. Meine Mama ist da hinten. Tschüss, Sunny. Das war's auch schon mit dem Video, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und im zweiten Teil, ein anderes Video, kommt dann am Sonntag. Und wir hoffen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ciao!